Also wir selber arbeiten mit monolithischem Zirkonoxid nicht so häufig. Aus meiner Sicht ist es so die Entwicklung, dass wir heute mehr so ein Microlayering machen. Das heißt, diese klassische Verblendung, die wird immer weniger, machen wir auch viel weniger. Also gerade im Frontzahnbereich haben wir natürlich noch oftmals so eine klassische Verblendung. Aber wir sehen heute, dass die Verblendung immer kleiner wird. Und wir sind bei uns im Labor in einem Bereich, wo wir vielleicht 0,3 mm Verblendkeramik auftragen. Das heißt, das Zirkonoxid muss halt so gut sein, dass es im Grunde nur die Dentinfarben und die Schneidefarben wiedergibt und wir sozusagen mit einer Strukturbrand oder mit einer Charakterisierung diese Detailfarbe nochmal anpassen und mit einer minimalen Verblendschicht oder Glasurmasse diese Oberfläche sozusagen generieren, sodass wir vielleicht ganz auf der Oberfläche nicht das reine monolithische Zirkonoxid haben, sondern halt auch da eine Verblendstruktur. Und dann können wir diese Arbeiten in allen Indikationsbereichen anwenden, vor allem im Seitenzahlgewebe, das ist ganz wichtig. Und halt da immer darum, wenn es um Stabilität geht, also zum Beispiel auch im Frontzähnen, im palatalen Bereich, in den ganzen Bewegungsbahnen auf den Okklusalkauflächen, in der Dynamik, da brauchen wir halt Stabilität. Und da ist es halt wichtig, dass wir dann auch ein gutes Gerüst darunter haben. Und wie gesagt, ich bin eher so ein Freund von diesem Microlayering, von dieser Mikroverblendung. Dann, ja, die hat eigentlich alle Vor- und Nachteile.